Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Visions of Mana. Ja, wir sind auf dem Weg zum Heiligtum irgendwie und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen die Orientierung verloren, was jetzt überhaupt noch hier los ist. Für mich ist das alles so langgezogen. So, ich denke mal dahin, wa? Ich denke mal hier hin. Ich hoffe wirklich, dass wir langsam das Ende wirklich erreichen. Es fühlt sich langgezogen an. Okay, so, jetzt aber genug. So, unser XP-Keks ist noch da. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir Hina treffen. Ich weiß nicht, warum ich das Schwert nicht bekomme. Oh, die sind jetzt plötzlich Level 60. Die steigen hier auf einmal Level auf, ne? Das ist wirklich doll. Die steigen wirklich dolle Level auf. Letztes Mal waren sie Level 56, jetzt sind sie Level 60, also. Ich hoffe, dass wir da so trotzdem durchkommen. Mit unserer Spielweise halt, so meine ich. Weil ich eigentlich nicht weg. Ich weiß gar nicht, was hier. So. Level Up ist schon mal gut. 55, die sind 5 Level über uns. Hui. Das ist tatsächlich ein bisschen schockierend. Aber wir haben ja den Keks. Ein Bosskampf. Aber wir haben ja den Keks. Ja, Wasser ist nicht unsere Welt. Okay. Ein recycelter Boss wieder. Das Problem ist wirklich, dass wir nicht der Typ dafür sind. Kann ich? Problem ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie wir das am besten rangehen. Bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wie wir da jetzt am besten rangehen gegen den, weil der halt wirklich gegen uns spielt. Was die Elemente-Ding angeht. Ich sehe nichts, ich kann mich nicht mehr wehren. Ende. Was habe ich denn hier? Eissäbel bringt nicht viel. Eissäbel plus, da hatte ich auch nicht viel von. Donnersäbel. Mit Wind belegt, ja, aber. Es kann sein, dass wir den tatsächlich neu starten müssen, wa? Ich bin mir. Wir kriegen schon hin. Versuche ein bisschen im Ausweichmodus zu bleiben, aber das ist bei seinen AOE-Rundum-Attacken tatsächlich gar nicht so einfach. Er wuselt jetzt so herum und naja. Das ist die schlimmste Attacke, die er jemals machen könnte. Wir hängen komplett in der Luft. Das wird nichts.
Okay, er ist auf der Hälfte. Uns geht nur langsam alles aus. Ich kann mich nicht mehr. Es geht nicht mehr. Wir sind over. Es ist zu Ende. Der eine pennt, der andere macht. Ich kann nicht mehr. Okay, vielleicht. Weiß ich nicht. Ich versuche auszuweichen, aber das ist in dem Spiel tatsächlich unmöglich. Vor allem diese Fähigkeit ist halt echt eklig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein Scheißvieh. Das ist einfach... Ich kann gegen den nichts machen. Ach Mann. Oh, ist das ein Unspaß? Könnt ihr ins echte Essen brechen, so schlecht ist das. Mann. Gibt's ja auch ein Heilungsding? Ich laufe einfach nur noch weg. Es gibt gar keine Heilungskrüge mehr, wa? Ich habe nur EXP-Krüge. Also nur, oder sind das? Keine Ahnung. Da haben wir ein paar. Oh. Oh. Ich kann euch noch nicht sagen, ob wir das Spiel zu Ende spielen. Weil ich echt keinen Bock mehr drauf habe. Ich kann nichts machen. Es ist einfach so schlecht. Oh Mann. Oh, ist das deprimierend. Oh, ist das deprimierend. Der hat halt nur Angriffe, ne? Denkst du, ich komme auf irgendwas? Ich habe ihn lange nicht mehr angegriffen. Oh. Können wir es einfach zu Ende bringen, das Spiel? Muss ich nochmal gegen jeden Boss kämpfen? Gleich noch gegen jeden Benevedon? Oder wie läuft das gleich noch ab? Oh, na, Entschuldigung, ich bin gerade so unendlich entnervt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin gerade so unendlich entnervt davon, dass wir hier die ganze Zeit nur so einen Piss machen, anstatt endlich mal die Story voranzutreiben. Dass es mir tatsächlich ein bisschen auf den Zünder geht. Also, da muss ich sagen, ich möchte eigentlich irgendwann dazu kommen, dass wir... Dass wir einfach zum Ende kommen in diesem Spiel. Dass es irgendwann heißt, hier ist auch irgendwann mal Ende. Aber im Endeffekt hängst du nur. So. Alter, Finn. Oh no. I need to cure this. Quick. Hey. Weiter geht's. Hoffentlich. I don't know where we are anymore. It's almost like we're lost, except that we haven't gone anywhere. Selbst die Charaktere sind schon genervt davon, dass es nicht zu Ende geht. Sie fühlen sich lost. Grizzly. Oh.
und haben das Gefühl, dass sie nirgendwo hingehen. Selbst die hier sind schon. Magie verursacht mehr Schaden. Looks like this will carry me where I need to go. Taking this? Halt. Ja. I'm on it. Salamander, I go. So, wir müssen auf jeden Fall Level abgehen. The further we progress, the more secrets we uncover. What mysteries lie ahead of us still? Nothing can pull Ace away from his work. At least there's something we can count on in here. Ace, write about whatever you want. Just don't fall behind, okay? This is kind of exciting. Is this? Für Palemia, das ist schon mal ganz gut. Können Sie bestimmt noch hier brauchen. Ja, bisschen Verteidigung mehr. Taking this. Grizzly. Time to call on the elemental spirits. Think you can handle this? You're mine. Let's keep moving. So, wenn wir aus der Wasserwelt raus sind, wird es sowieso schon mal erstmal besser. Weil Wasser ist überhaupt nicht unser Element jetzt hier, weil wir selbst Wasser sind. Let me see. Is this? Ein Mystery-Keks. Taking this? Ich rechne mit irgendeinem Bosskampf, ne? Na, geht schon. Wird schon gut gehen. Telephos. Oh, I do believe he has an associate with him this time. Is that the famous Cerulea? No, it looks like some other person. In fact, I'd say Delophos seems to be on his guard. Sarkos, do not push me! I called you friend once, but I will cut you down where you stand! Delophos, you cannot be serious. Please listen to reason. Think of what you stand for. The goddess is not your enemy. Cerulea would never have wished for grief to poison you in this way. Return to her side, I beg you! Her side? Her side? Return to a cold tomb to wallow in my sorrow? Cerulea is no more! I know, and I weep for your loss. If only help had come sooner. Her murder at the hands of a provision-stealing thief is unforgivable. But why make the goddess your target? You were her champion hero. She trusted you to save the world from the Benevedons. What good is the world if Cerulea is not in it? Mortals killed her. Humans, blissful in their ignorance, are responsible for the fortune they enjoy at her expense. The whole world will know the pain I feel from Cerulea's loss. I will not let them know peace. I will kill the goddess of mana. The world will crumble to dust as an offering to my dear Cerulea. Leave me, Sarkos. Live out the rest of your miserable life, however short it will be after the demise of the goddess. No, Delophos, you cannot do this!
So Cerulea was killed? By a human? That's why Dilophos lost it. In order to make mankind suffer, he decided to take his revenge on the Mana Goddess. No, that still doesn't make any of this right. We have to stop him. It's what Cerulea would have wanted. Doch kein Boss. Nur eine Szene. Sarkos. So someone did attempt to stop Dilophos from his rampage. Not that it did any good. Dilophos wasn't going to listen to anyone at that point. Now it's up to us to stop him. And we will. We have to. Jetzt hab ich, wollte ich gerade mal gucken, was... Oh, noch mehr. Okay, cool. Ich wollte gerade mal gucken, was gut gegen Wasser ist. Das habe ich jetzt immer noch nicht gesehen. Cool. Haben wir nicht auch schon mal gegen die gekämpft? Ich bin mir jetzt unsicher. War klar. Bisschen doof, dass alles immer nur gegen Wasser stark ist. So dumm dieses Spiel. Es tut mir so leid, es ist einfach so dumm. Es ist einfach so unschlau, sag mal dumm. Du kannst dich halt nicht bewegen in dem Zeitraum, ne? Und alles ist immer nur. Beide sogar gegen Wasser. Zeit ist vorbei, dass hier irgendwas überhaupt noch immobilized ist. Puh. Ich versuche erstmal ein bisschen Heilung zu sammeln. Danke. Und das hier auch wieder, dass wir einen Spezialangriff machen können, der dann nur die Hälfte an Schaden macht. Alter Finne, werf hier keine Steine. Alter Finne! Not so tough now, are you? I can hold.
Mache ich wieder eine Milliarde Angriffe auf einmal. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich, mir fällt nichts mehr ein, was ich noch sagen oder machen oder. Die darf ich nicht wiederbeleben, weil sie tot ist. Keine Ahnung. Kann ich keinen Grund nennen. So, haben wir genug? So, wenigstens nochmal wieder Level Up. Irgendwas, was ich mitnehmen kann von Krügen? Nö, die haben wir alle aufgebraucht. Ja, der Mana-Krug ist für uns nicht so. Wir sind halt nur Schwertkämpfer. Also wäre schön, jetzt mal etwas, was nicht wasserunempfindlich ist, gegen zu kämpfen. Das waren jetzt drei Bosse. Oh, wir sind im Mana-Heiligtum. Ich glaube, wir sind gleich wirklich da. So, das mitnehmen. Taking this? Yes. Ich will noch mal ganz kurz. Das Ringmenü aufnehmen. Statt den haben wir eh nicht mehr. Stellt TP aller Verbündeten wieder her. Niemand weiß wie viel. Ich nehme es aber auch im Ringmenü auf. Ist schon das Maximum. Ich wollte das auch nochmal nachgucken. Ja. Igelstachel. Hey, Tagebuchseiten. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich die nutze oder wie ich das mache. Da, Taktus Tagebuch. Cool. Ah, hier. Zeigt Truhen, Elemente und andere unentdeckte Sitze auf der Karte an. Gewährt 10% Preisnachlass bei Händlern. Ermöglicht eine doppelt so schnelle Flucht bei Kämpfen. Gewährt 20% Preisnachlass. Oh ja, das hier wäre noch eigentlich interessant. Mehr EXP. Jetzt wissen wir endlich, was das bringt. Naja, gut. Es war also nie irgendetwas, was ich irgendwo eintauschen musste. Also wir hatten es immer schon die ganze Zeit gehabt. Und wieder ein Boss, glaube ich. Oder? Da sind schon wieder Krüge. Entrance to the sanctuary? Did we get turned around? If time and space are distorted, the road won't be linear. One cannot predict where it may take us. Hey, there's Trent. Or is he an illusion too? Oh, wir müssen gegen ihn kämpfen, oder? Stay back, strange travelers. None are allowed to enter this sacred space. It is forbidden. Fascinating. This illusion is sentient and can sense our presence. Trent, don't you remember us? We've met. We're the Alms. Alms? Whatever your title, no one is allowed to enter the goddess's sanctuary. If you will not withdraw, you leave me no choice. I bear you no malice, but I will not hold back. Uh-oh! Get ready! Julie, is he doing what I think he's doing? He sure is. Be careful! Trent is powerful! Is this one of the rare occasions that Trent has gone on the offensive? A stroke of luck indeed! Aish, don't be a dummy! I, Trent,
overseer of the sanctuary, will fulfill my sacred duty to the goddess. Das ist schon wieder lustig, dass wir gegen Trent kämpfen dürfen. Okay, aber ich würde mich da auch mal auf Feuer machen, wa? Weil er ist auch schon wieder immun gegen Wasser. Der war kurz eingefroren, habe ich gesehen. Ja, ich wollte gerade ausweichen, ich habe es nicht gesehen. Ich hänge an seiner Nase fest. Ich brauchte Palamina nicht wiederholen. Durch das Feuerschwert haben wir halt zu viel Schaden gemacht. So ist das angenehmer. Sehr schön. Nochmal Level Up. Ich glaube sogar zweimal, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Level Up. Kaum sind die nicht wasserverteidigt, weißt du? Another Phantom. This time it's Coda. Trent. It's done. Delafos has been sealed away. But we struck each other down. Now I only exist in this form. The goddess has been in a deep slumber since. But I cannot, I will not give up hope. I will remain here until she awakens. How long has it been? How many alms have been sacrificed over the years? Mana power still flows thanks to their core stone offerings, and Delafos's vengeful curse is being kept at bay. I hoped that the life force of the alms was enough to give you some respite from your wounds, goddess. But you have yet to open your eyes. I wish I could hear your voice once more, my love. I know not how long this world can survive if preserving it comes at such a steep cost. Enough is enough. As long as Delafos's curse persists, this world is doomed to repeat this cycle, and the goddess will never awaken. But the man and the sword are sealed away. All we can do is rely on the elementals to hold back the effects of the curse. I know. I am but a shadow of my former self, stuck here in the sanctuary with no means to do anything but abide. And wait. Coda, you can but endure. Remain at your post. Someone who can change this world may yet appear. Huh. Then we can do nothing but hope for luck to provide. Someone who can change the world. Coda waited all this time. For us. All he could do was maintain the balance and stay here. Stay here and keep the goddess in his thoughts. The mana tree is dead ahead. Let's go! Bezwing Delafos. Ach, leck mich fett, echt? Ich hätte gedacht, dass wir Hina noch sehen oder sowas. Ehrlich gesagt. Damit hätte ich gerechnet, dass wir Hina noch sehen, aber naja.
Okay, bezwinge Delaphos. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich als nächstes kommt oder ob wir noch andere Sachen. Das habe ich ja. Das habe ich ja einfach nicht, ne? Dass ich jetzt sagen kann hier. Nee. Hat auch keiner, ne? Nee. Wäre schön, aber haben wir nicht. Ja. Ja gut, was soll ich tun? Wir gehen einfach rein, ne? Wir gehen einfach rein. Wir gucken, was kommt. Vielleicht finden wir sowas ja noch. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur Endgame. Also nach der Story wird es ja garantiert noch weitergehen. Finally. We made it to the tree. That means Delaphos can't be far. Sieht aber schön aus da. Wo sind wir jetzt im echten wieder? Stirb, ihr Mümmler! Ja, ich glaube, ein Level-Up kriege ich nicht mehr so hin, wa? Wenn wir nicht durch Zufall noch auf irgendetwas stoßen. Ja, bestimmt nicht noch. Wirklich? Won't be easy to beat. Stop acting like we've already lost the fight. We can win this. I know it. Hoda and the Alms of the past are counting on us. And I, for one, have faith in this convoy. You're right. Delaphos, it's going down. The gloves are off. We should outfit ourselves with new equipment and accoutrements. Ist der Keks noch vorhanden? Ja, aber nicht mehr lange. Ich erneuere den mal. Warum nicht? Here, use this. Hätte man scheinbar schon die ganze Zeit machen sollen, dann wären sie nicht so overpowered, die Monster, aber. Wir hatten nie das Gefühl, unterpowered zu sein, tatsächlich. Das ist erst hier in dem Bereich passiert. Dass du so fühlst, ist so, irgendwie hast du das Gefühl, zu schwach zu sein. Das sind zu viele Kämpfe. Das schaffen wir wirklich nicht mehr Level Up. Naja, so ja, ich glaube nicht, dass das so wichtig ist. Ich weiß nicht, wie viel Level Up. Ich denke mal, das macht ein bisschen mehr Schaden, dass wir ein bisschen mehr aushalten und was weiß ich. Aber ich glaube, einen großen Unterschied macht das nicht mehr. Guck mal, von hier nach hier sind wir jetzt 6 Level Up gegangen. Ja, du wirst hier nochmal mit Leveln richtig zugeschmissen, bevor es losgeht. So, Delaphos, ich bin über... Auf jeden Fall ein Bosskampf. Nein? Sicher? Sicher? Sicher kein Bosskampf? Wieder ein kreisrundes Ding. Our last chance to turn back. Auf in den letzten Kampf. Okay, let's finish this once and for all. Oha. Sogar jetzt wirklich. Okay.